Escherichia coli. Escherichia coli oder auch abgekürzt E. coli ist ein gramnegatives, fakultativ anaerobes Bakterium. E. coli ist üblicherweise im Darm von Säugetieren zu finden, wie zum Beispiel auch im Darm des Menschen. Es gibt einige pathogene Stämme von E. coli, also krankheitserregende Stämme, welche zu unterschiedlichen Darmerkrankungen führen können. Die meisten Stämme sind jedoch keine Auslöser von Krankheiten, ganz im Gegenteil, sie sind essentieller Bestandteil der menschlichen Darmflora. E. coli ist darüber hinaus das am besten untersuchteste Bakterium und nimmt in der Wissenschaft deshalb eine wichtige Rolle als Modellorganismus ein. Aerob versus anaerob. Wie bereits erwähnt, ist E. coli ein fakultativ anaerobes Bakterium. Das bedeutet, es kann sowohl anaerob wachsen, also komplett ohne Sauerstoff, aber es kann auch aerob über die Atmungskette Energie gewinnen, sofern Sauerstoff vorhanden ist. Anaerob wird die Energie über die Nitrat- oder Fumaratatmung gewonnen oder auch über die gemischte Säuregärung. Die gemischte Säuregärung liefert jedoch von allen Möglichkeiten die geringste Energieausbeute, benötigt dafür aber auch keinen Sauerstoff. Hier wird Energie über die Substratkettenphosphorylierung gewonnen. Dabei werden gleichzeitig Ethanol, Formiat, Acetat, Succinat und Laktat in unterschiedlicher Menge synthetisiert. Aerobe Energiekonservierung. Sofern Sauerstoff vorhanden ist, läuft die Energiegewinnung von E. coli wie folgt ab. Die Kohlenstoffquelle, zum Beispiel Glucose, wird über die Glykolyse, Pyruvatoxidation und den Zitratzyklus oxidativ dekarboxyliert, also zu CO2 abgebaut. Bis zum Zitratzyklus wird über Substratkettenphosphorylierung eine geringe Menge ATP synthetisiert. Gleichzeitig werden Reduktionsäquivalenten wie NADH und FADH2 gebildet. Die gerade gebildeten Reduktionsäquivalente gehen jetzt in die Atmungskette ein und die Zelle ist in der Lage, viel ATP zu generieren. Dabei werden die genutzten Reduktionsäquivalente wieder recycelt, wir erhalten NAD+ und FAD+, welche wieder in den Kreislauf eingehen. Der Pentosephosphatweg. Parallel zur Glykolyse verfügt E. coli über den sogenannten Pentosephosphatweg. Hier werden aus 3 Molekülen Glucose-6-Phosphat, 2 Moleküle Fructose-6-Phosphat, 6 NADPH und H+, GAP und 3 CO2. NADPH wird im Baustoffwechsel der Zelle benötigt, um verschiedene Zwischenprodukte zu reduzieren. Gleichzeitig werden durch den Pentosephosphatweg Vorstufen bereitgestellt. Hier jetzt Ribose-5-Phosphat, das für die Nukleotid-Biosynthese, also für die Synthese von DNA, benötigt wird. Glyoxylatzyklus. In weiteren Videos werden wir uns noch genauer mit dem Wachstum auf Glucose beschäftigen. Aber E. coli ist auch in der Lage, auf anderen C-Quellen zu wachsen. Beispiele hierfür sind zum Beispiel Glycerol, Pyruvat, Fructose, Acetat, Gluconat, Glucuronat, Fumarat, Laktat, 2-Oxyglutarat und Glucose-6-Phosphat. Interessant ist das Wachstum mit Acetat als C-Quelle, da E. coli in diesem Fall nicht den Zitratzyklus, sondern den Glyoxylatzyklus nutzt, um Vorstufen für den Baustoffwechsel bereitzustellen. Vereinfacht wird beim Glyoxylatzyklus aus 2 Molekülen Acetat, also C2-Körpern, ein Molekül Oxalacetat, ein C4-Körper, für die Biosynthese synthetisiert. Gluconeogenese. Wenn E. coli eine Kohlenstoffquelle auf dem Level von Pyruvat oder weiter downstream im Zitratzyklus nutzt, fehlen die Zuckerphosphate, die sonst während der Glykolyse und dem Zuckerimport in die Zelle entstehen. Diese müssen dann natürlich, da sie als Vorstufen für verschiedene Verbindungen dienen, neu synthetisiert werden. Die Glykolyse wird hierfür sozusagen einfach umgedreht, also es geht von unten wieder nach oben. Das Ganze nennt man dann Gluconeogenese. Wörtlich übersetzt heißt das ja die Zuckerneuerzeugung. Beta-Oxidation. Bei der Beta-Oxidation werden langkettige Fettsäuren zu Acetyl-CoA abgebaut. Dieses Acetyl-CoA wird dann in den Zentralmetabolismus eingeschleust und kann zur Energiegewinnung genutzt werden. Vorstufen. Wie wir bereits erwähnten, dienen verschiedene Intermediate des Zentralmetabolismus auch als Vorläufer für die Synthese von Zellbaustein und von Biomasse. So, jetzt eine einfache Aufzählung der ganzen Verbindungen. Die muss man nicht alle perfekt auswendig können, aber es ist vielleicht nicht schlecht, wenn man es mal gehört hat. Glucose-6-Phosphat dient als Vorläufer für die Polysaccharide. 3-Phosphoglycerat ist der Vorläufer für die Serinfamilie der Aminosäuren. Dazu gehören Serin, Cystein, Glycin und Selenocystein. Pyruvat dient als Vorläufer der Pyruvatfamilie der Aminosäuren. Diese bestehen aus Alanin, Valin und Leucin. Von Acetyl-CoA ausgehend werden die Lipide gebildet. Oxalacetat wird für die Synthese von Aminosäuren der Aspartat-Familie, also Aspartat, Lysin, Asparagin, Methionin, Theonin und Isoleucin, benötigt. 2-Oxoglutarat dagegen für die Glutamat-Familie, die aus Glutamat, Glutamin, Prolin und Arginin besteht. PEP und Erythrose-4-Phosphat, das aus dem Pentosephosphatweg stammt, dienen als Vorläufer für die aromatischen Aminosäuren. Dazu gehören Phenylalanin, Tyrosin und Tryptophan. Über den Ribose-5-Phosphat wird Histidin synthetisiert und als letztes werden die Pentosephosphate aus dem Pentosephosphatweg als Vorläufer für die Nukleotidsynthese von DNA und RNA benötigt. So, das wär's dann auch mit unserer Übersicht über den Metabolismus von E. coli.
Wir hoffen, das Ganze hat euch gefallen. Guckt euch auch die anderen Videos an. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die gerne unten in den Kommentaren stellen. Bis zum nächsten Mal.